Ja, ist durchaus interessant, was sich heute an den Märkten, speziell an den Aktienmärkten abspielt, denn wir sehen so etwas wie ein Comeback der Verprügelten, könnte man sagen. Nämlich diese Aktien, die vorher schlecht gelaufen sind, Bankenwerte, Fluglinien, Airbus, sage ich schon, Boeing, diese ganzen Verprügelten, die wirklich schwerst unter vor allem der Corona-Krise gelitten hatten, die wurden heute plötzlich gekauft und die Tech-Werte, die dann zunächst mal heute noch stark in den Handelstag gestartet waren, wurden zwischenzeitlich mal wieder abverkauft, bevor sich das Ganze dann ein bisschen relativiert hat. Und am Anfang stand, wie oft, Sid Donald, der einst ja irgendwelche positiven Meldungen in Sachen Handelskrieg produzierte und jetzt in Sachen Impfstoff offenkundig ganz weit vorne ist, was die wissenschaftliche Erkenntnis betrifft. Denn man hat jetzt seitens Sid Donald praktisch eine Ausnahmegenehmigung erteilt für eine Behandlungsmethode von AstraZeneca. Es geht um Plasma, Blutplasma von Gesundeten, die schon Corona infiziert waren. Das Problem ist, es gibt eigentlich keinerlei wissenschaftliche Evidenz bisher, ob diese ganze Geschichte wirklich hilfreich ist oder nicht. Aber die Märkte fragen nach den Gründen nicht. Da wird gekauft, weil eben dieser Impfstoff-Hoffnungsmodus irgendwie in den Algos reinprogrammiert ist, wie es scheint. Dementsprechend geht es nach oben, auch wenn die Substanz dieser Meldung letztendlich gegen Null tendiert. Aber es interessiert eben keinen, warum auch. Wer kümmert sich schon um Fakten? Und das hat dann dazu geführt, dass wir heute mal wieder einen typischen Montag erleben. Am Montag schauen wir uns hier mal die letzten 10 Montage an beim Nasdaq. Da war man 8-mal mindestens 1% im Plus, nur 2-mal im Minus, einmal etwas deutlicher am 13.07. mit über 2% und einmal am 10.08. mit einem halben Prozent, aber sonst zwischen 1,1 und plus 2,9%, also 8 von 10 ist ein guter Track Record. Meistens kommt dann so am Wochenende diese Impfstoffhoffnung auf und dann geht es nach oben, dann passiert ein Gap, dann passiert im amerikanischen Handel gar nicht mehr viel, aber sei es drum, man hat dann sein Ziel erreicht. Eines der Treiber oder einer der Treiber der heutigen Rallye war einmal mehr Apple, dass er schon am Freitag 100 Milliarden an Marktkapitalisierung hinzugewonnen hatte, dann eine Aufstufung heute durch Morgan Stanley, die gesagt haben, ja, im Vergleich zu anderen Tech-Aktien sei Apple ja durchaus günstig, was Apple dann sofort nochmal 64 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung gebracht hat, die Aktie im Hoch auf 515, ist dann allerdings mal kurzzeitig ins Minus gedreht, warum auch immer. Jedenfalls hat man da beim Nasdaq schon gesehen, es ist nicht nur eine Einbahnstraße, nachdem der Index wieder deutlich auf Future-Basis gestiegen war, ging es dann mal zwischenzeitlich fast 200 Punkte nach unten. Auch das ist möglich, man glaubt es ja kaum. Jedenfalls ist hier sozusagen jetzt die Situation, dass Apple im Grunde eine Viertelbillionen innerhalb einer Woche an Marktkapitalisierung hinzugewonnen hat. Das ist um und bei der Jahresumsatz, den man 2019 gemacht hat. Apple dann eben, und das ist vielleicht auch der Grund gewesen, dass es mal zwischenzeitlich nach unten ging, 57% über seinem 200-Tages-Durchschnitt. Und das gab es bisher nur einmal, nämlich im Jahr 2007. Und wir sehen insgesamt ja die von mir schon so oft angesprochene Dominanz dieser wenigen Aktien, die eigentlich kaschieren, dass die meisten Aktien fallen. Heute mal so ein kleines Comeback eben der verprügelten Finanzwerte, Luftlinien etc. Aber heute eben sieht man nicht wirklich schon einen Trend. Es ist vielleicht nur mal eine kleine Rotation. Wie dauerhaft wird die sein? Das ist die große Frage. Jedenfalls warnt hier das Wall Street Journal und sagt, naja, es ist normalerweise nicht so ein gutes Zeichen, wenn so diese Modeaktien sich so weit entfernen vom Gesamtmarkt. Hier sehen wir den S&P in Relation zum Equal Weight Index, also wenn praktisch alle Aktien gleichgewichtet wären. Hier sehen wir die Abweichung von 100%. Da ist also diese Dominanz dieser wenigen Aktien doch extrem, obwohl heute zum Beispiel eine Tesla sogar gefallen ist, man hält es kaum für möglich. Aufgrund dieser fehlenden Marktbreite, aufgrund dieser Divergenz zwischen diesen wenigen Aktien, die starke Marktgewichtung haben und steigen, und den vielen Aktien, die eigentlich fallen, hat Morgan Stanley gesagt, ja, jetzt könnte mal bald der erste handelbare Rücksetzer kommen. Das ist natürlich wahrscheinlich eine Satire, das ist nicht ernst gemeint, gell? Wer kann schon ernsthaft von Rücksetzer sprechen in Einbahnstraßen? Und es sind vor allem die am meisten geschorteten Aktien, die letztendlich neben diesen Tech-Highflyern für diesen Mass oder für diese
extreme Rallye gesorgt haben. Wir sind jetzt weit über 170% Marktkapitalisierung der US-Börsen in Relation zum BIP. Absolutes Allzeithoch. Es gibt natürlich gute Gründe, warum das so ist. Also es ist ja schon so, dass natürlich eine Amazon seit dem Jahr 2008 über 2000% Gewinnentwicklung hat. Apple auch fast so viel. Microsoft immerhin noch 242%. Und wenn man das, wie es Daniel Eckert hier tut, mal mit den DAX-Aktien vergleicht, dann sieht man, naja, nur 8 der 30 heutigen DAX-Aktien haben hier mehr als 100% zu bieten, was die Gewinne betrifft, also eine Gewinnsteigerung. Man sieht also, dass der DAX natürlich da schon ein bisschen hinterher bleibt, also dieses Wachstum irgendwie nicht da ist, vielmehr eben sogar eigentlich eine Schrumpfung, was die Gewinnerwartungen betrifft seit dem Jahr 2008. Und das ist das Problem, das vielleicht der DAX insgesamt hat, auch wenn der Index heute durch diese Impfstoff-Euphorie und durch die Rallye der Verprügelten durchaus stark hatte performen können. Insgesamt sehen wir, wenn wir uns das mal anschauen, seit Jahresbeginn, dann sehen wir, den schlechtesten Sektor ist der Energiesektor, über 40% verloren. Finanzwerte, die haben über 20% verloren und die Tech-Werte, die haben eben fast 30% gewonnen. Consumer Discretionary, zu der Amazon gehört, auch deutlich im Plus. Healthcare, das sind so diese Bereiche, die gut gelaufen sind, der Rest eher nicht so gut. Aber, und das ist so ein bisschen das Problem auch vielleicht von Donald Trump, der ja immer wieder diese Allzeithochs an den Märkten feiert, es sind nur ganz wenige in den USA eben, die diese Aktien haben. 10% der Topverdiener haben 87% der Aktien. Das ist deutlich mehr als noch im Jahr 2009. Das heißt, damit wird er die Mehrheit der Wähler nicht erreichen wahrscheinlich. Heute ist er ja nominiert worden als Kandidat der Republikaner, völlig überraschend. Insgesamt muss man sagen, dass die Dividenden wohl so schlecht ausfallen werden oder so gering ausfallen werden wie seit dem Jahr 2008 nicht mehr. Wir haben auch sehr, sehr wenige Buybacks bislang, also Aktienrückkäufe. Es hat aber die Märkte nicht davon abgehalten zu steigen, obwohl eben diese Aktienrückkäufe zuvor der Haupttreiber der Rallye waren. Wir haben in den USA Insolvenzen, die das übersteigen, was im Jahr 2009 oder im Jahr 2002 passiert ist. Anders als hier in Deutschland ist es ja so, dass durchaus Chapter 11 angemeldet wird, also Gläubigerschutz angemeldet wird. Wir haben das ja verschoben bis Ende September, vielleicht sogar bis St. Nimmerleinstag, wenn man mal damit anfängt sozusagen, bestimmte Grundprinzipien der Wirtschaft außer Kraft zu setzen. Wann fängt man dann wieder an, sie in Kraft zu setzen? Denn wenn ich das tue, dann habe ich natürlich diese Pleitewelle, die ich ja vermeiden wollte. Irgendwann muss sie doch kommen oder ich habe ein Problem mit den gesunden Firmen, die ja zum Beispiel Kredite oder Lieferungen an diese kranken Firmen, an die Zombie-Firmen geben. Und irgendwann werden die dann vielleicht auch krank. Das ist die Sorge. Wir haben dann vielleicht noch als Hinweis für Sie, achten Sie auf den Dollar, denn der Dollar ist sozusagen der Signalgeber. Es war heute auch so, dass wir diese Korrektur, diese Intraday-Korrektur vor allem mit den Tech-Werten hatten in den USA, als der Dollar stärker wurde, als Euro-Dollar unter die 1,18er-Marke gefallen war. Aber schauen wir uns die Scherz mal an, meine Damen und Herren. Was wir hier sehen, ist die glorreiche Apple. Günstig wie nie angesichts eines extrem wachsenden Geschäfts. Da wird teilweise sogar eine Steigerung von 0,5% erzielt in einem Jahr. Das ist natürlich eine Steilvorlage für Fahnenstangencharts sondergleichen. Wir sehen hier den S&P 500, der aktuell bei 3.422 Punkten hantiert. Wir sehen den Nasdaq, alles im 4-Stunden-Chart und von Capital.com. Bei 11.000, so weit sind wir dann doch noch nicht, 11.616 Punkten. Wir sehen hier, das sieht jetzt hier im 4-Stunden-Chart nicht so viel aus, sind aber dann doch fast 200 Punkte. Und wir haben LüDAX, der es geschafft hat, über die 13.000er Marke zu steigen, hier mit dieser steilen Impfstoffkerze. Und wir haben Gold, meine Damen und Herren, das jetzt tendenziell sich zur Unterseite neigt, weil eben der Dollar etwas stärker geworden ist. Das ist wirklich zu beachten. Dollarstärke kann man übersetzen mit Schwäche oder mit Gefahr für Aktien. Dollarschwäche ist positiv für Aktien, positiv für Gold. Deswegen ist Gold vielleicht ein kleines Warnsignal, dass er sein Allzeithoch erreicht hat und doch deutlicher jetzt inzwischen davon entfernt ist, dass die Aktienmärkte bei Dollarstärke durchaus mal einen Durchschnaufer
haben werden verkraften müssen vielleicht. Schauen wir mal, wie es weitergeht, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Feierabend. Man hat das Gefühl, es ist Herbst, oder? Diese Hitze ist vorbei, ist auch schön, aber wenn es nur regnet, ist auch nicht schön, oder? Also, finde ich. Bis dann. Servus, ciao.